Ja, es ist wie so ein krasser Fluss, der durchs Viertel geht, ne? I never thought I'd wind up in a lousy little place like this. There's a girl with green teeth, bitch, she's getting kinda hard to resist. There's a shot for me. Es geht um die Autobahn A40 in der Stadt Essen, im Ruhrgebiet. Und das Viertel, das sie durchkreuzt, heißt Südostviertel. Das Projekt Wende Südost ist eine Kombination von Stadtentwicklung plus Kunst. Und die Bereiche sind irgendwie klar getrennt in künstlerische Aktionen an der Autobahnschallschutzmauer und Aktivitäten mit den Bürgern, organisiert von Jugendamt und anderen Häusern. I never thought I'd play on a tiny little stage like this. Für die Mauer bin ich jetzt gerade dabei, also ich recherchiere gerade ganz viel Hubble- und Kepler-Bilder. Das sind so Satellitenkameras, die gerade so die weitesten Bilder ins Universum schießen und dafür bestimmte Farbfilter benutzen. Dadurch werden Gaswolken und so sichtbar. Relating to the story about the Essen city, it will be like the highway is separating the city into two, dividing the city into two. But when we will be painting, it will be like bringing the people together. I like to ask you for a date, but I can't afford to get home late. I guess I'll never wind up with a real. Und natürlich ist es voll oft, dass einer von der einen Seite nie auf der anderen Seite des Viertels war, ne? When the people come to see our work, it will be bringing them together and maybe they will interact and get united, because that's our biggest aim. Stock 9, that it's mostly a community that helps to this community, and that we maybe will improve this community by the way we can do it best, you know, with paintings. Maybe if one moment when I was raising up, if something like this happened in my surrounding, I would be, you know, really maybe lucky or happy, because the things that I saw on the street was had influence on me, and it was not much of them. Was können wir mit den Potenzialen, die um uns herum sind, also in unserem Viertel? Ob jetzt der Kindergarten oder das Frauenhaus oder ein Kunstverein wie unten am Moltkeplatz oder sowas, ne, mit dem Skulptur. Also man hat sich einfach, man hat sich kennengelernt. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo ich sagen kann, okay, man wird sich noch besser kennenlernen, man wird noch stärker sein, das ist Nachhaltigkeit. Ne? Man hat die Türen auf und man geht halt weiter. Never thought I'd play on a tiny little stage like this. Der Urvater ist Nils Anders. Der hatte das irgendwann 2010 schon geplant gehabt und wollte es durchziehen. Es wurde aber als Projekt nicht angenommen. Dann kam es halt irgendwie dazu, dass die Autobahn jetzt nochmal gesperrt wird, weil hier Brücken saniert werden. Und dann haben wir halt den Nils kontaktiert und den gefragt, ob der bereit wäre, die Idee noch mal weiterzuführen und mit uns irgendwie weiterzuentwickeln. Und dass wir gesagt haben, wir machen da jetzt so ein internationales Kunstprojekt draus. Also es war auf jeden Fall nicht easy. Ich habe ja eine Verantwortung allen Bürgern gegenüber. Das muss ja irgendwie funktionieren, ne? Das muss für mich, für meine Freunde, die hier wohnen, für alle Menschen muss das funktionieren. Das heißt, ich bin der Typ, wo sie am Ende sagen können, ey, du hast hier, ne, gebaut. I guess I'll never wind up with a real pretty girl.